Willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon Platin. Wir sind im letzten Part hier in dieser Stadt stehen geblieben. Und ja, in diesem Part werden wir sie zu Ende bzw. weiter erkunden. Mal gucken. Wechselstube, gib uns Münzen, wir geben dir Preise. Ah, da kannst du wahrscheinlich hier... Bekommst du die Münzen. Die kannst du hier einlösen für gewisse Preise. Mal gucken. Hey. Ich kann dir verraten, wie die Kraftreserve deiner Pokémon aussehen wird. Das ist sozusagen meine Kraftreserve. Ah, der bringt mir Kraftreserve bei. Nee, mein Freund, danke. Frag mich nur und ich werde meine ganze persönliche Kraftreserve aktivieren. Nein, danke. Hier gibt es so viele Preise, die ich gern hätte, aber ich habe keine Münzen. Echt? Gibt es da so coole Preise? Gucken wir mal. Ich habe 0 Münzen. Metronom. Ja, ich weiß es nicht auswendig, was es für TMs sind, Leute, leider. Stimmt, ganz coole TMs. Kann man das hier nicht nachschauen? Doch, Gigastoß, Gyroball. Oh, Psychokinese. Wie viel braucht man da Münzen? Na, wir haben eh 0. Gucken wir mal in der Spielhalle. Lebel, was machst du hier? Die Musik ist chillig. Willkommen in der Spielhalle. Okay, du möchtest Münzen haben, die du gegen Items eintauschen kannst, aber du hast keinen Münzkorb für die Münzen. Verdammt. Und wie komme ich in den Münzkorb? Wenn du keinen Münzkorb hast, kannst du auch keine Münzen transportieren. Du willst doch einen Münzkorb, oder? Dann geh doch mal ins Gebäude nebenan. Hä? Hier nicht? War ich doch gerade. Hä? Meinen die schon dieses Gebäude hier, oder? Ich war doch hier gerade. Bekommen wir keinen Münzkorb. Oder meinen die das Gebäude links davon? Meinen die das Gebäude hier? Okay, da... Oh, ich wollte jetzt nicht in dich reinrennen. Ach, verdammt. Cube, nimmst du die Herausforderung der Arena an? Hui, du wirst von Mal zu Mal stärker. Oh. Oder scheint das nur so? Was ich hier mache, oh, ich war einkaufen im Kaufhaus und ich meine, aber natürlich auch an meinem Pokédex, aber... Die rauen Wogen sind mein Ring, aus drüber See hervor ich ging. Wie ich heiße? Wellenbrecher. Wer bricht die Wellen? Wellenbrecher. Wie eine Flut spüle ich dich weg, du hältst dich nicht an diesem Fleck. Marinus löscht die Feuersglut, Elektrizität tut ihm nicht gut. Doch wohlgemut mein Lied ich sing, die rauen Wogen sind mein Ring. Hallo? Hallo ihr zwei Hübschen, ihr wollt die Arena-Leiterin herausfordern? Dann lasst mich euch eins sagen, jung mag sie sein, doch sie ist auch ein wahres Genie. Ich hatte die Ehre einmal mit ihr zu trainieren und das war ganz beeindruckend von ihrer Zähheit und Stärke. Holla, vielleicht sollte ich mich vorstellen. Leiter der Pokémon Arena, führend im Ringkampf und der Kunst des Liedes. Wellenbrecher Marinus aus der Weideburg Arena steht vor euch. Wir sehen uns wieder. Okay. Hm. Also da mal viel Glück bei der Herausforderung, Cube. Ja, danke. Das war irgendwie ein komischer Auftritt von dem. Okay, dann gucken wir mal, ob es hier einen Münzkorb gibt. Hey. Hey, du. Achte auf die Münze. In welcher Hand ist die Münze? Links oder rechts? Rechts? Bravo, du hast gewonnen. Und als Belohnung gibt es... Nein, ja, hier gibt es den Münzkorb. Okay. Ich dachte, die meinten das Haus rechts davon. Alles klar. Es gibt viele Zauberkünstler. Du weißt schon. Trickser und Illusionisten. Aber es könnte doch sein, dass so um die 5% davon wirklich zaubern können. Was meinst du? Na. Idiot. Okay. Ein Pachirisu! Oh, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich einem deiner Pokémon eine Massage geben.
Von mir aus, welches braucht dann ein wenig Entspannung? Machen wir mal Evo, die steigert ja auch die Freundschaft, glaube ich. Dann mal los, entspann dich, mein Kleines. Drain schaut verträumt und zufrieden. Übrigens hielt dein Pokémon das hier. Funken erhalten. Was? Komm morgen wieder, wenn du magst. Der Kerl mit den Schals in Weideburg ist der Freund meiner Schwester. Sie schicken sich regelmäßig Briefe und die Pokémon stellen die Briefe zu. Schleide ist die Stadt der Felsen. Wir haben hier sogar Meteoriten. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber ich gebe dir eine technische Maschine. Nice. TM63. Wenn ein Gegner Itemsperre... Okay. Wenn ein Gegner Itemsperre auf dein Pokémon anwendet, kannst du bei diesem Pokémon keine Items mehr einsetzen. Nun, genieß deinen Aufenthalt in Schleide, der Stadt der Felsen. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal in die Spielhalle. So. Heute bin ich überglücklich. Du da, lass mich dir ein paar Münzen schenken. Hier. Nice, danke. Das Kaufhaus und die Spielhalle gefallen mir besonders an Schleide. Ich komme immer wieder gern her. Aber weißt du was? Ich habe hier so viel Spaß, dass ich die ganze Zeit vergesse, bis es auf einmal Nacht ist. Allerdings habe ich ja meine getreuten Pokémon dabei und fürchte mich daher nicht, im Dunkeln nach Hause zu gehen. Ich glaube, man kann hier auch ein paar Münzen... Ja, genau, man kann hier Münzen finden. Ich glaube nicht überall, oder? 5 Münzen. Münzen! So viele Münzen, diese technische Maschine wird mir gehören. Komm, lass mich dir einen Teil meiner Freude schenken. 50 Münzen. Natürlich sind Kämpfe mit Pokémon toll, aber das Sammeln von Münzen ist auch super. Eine Bitte der Direktion. Achten Sie bitte darauf, weder Limonade noch Sprudel an den Spielapparaten zu verschütten. Die Spielapparate können dadurch Schaden nehmen. Sollte Ihnen dennoch ein Missgeschick unterlaufen, informieren Sie bitte den Empfang. 10 Münzen. So, Lebel, was machst du hier? Ah, ein weiteres Wiedersehen unter alten Bekannten. Team Galactic, ja, ich hab das so eine Ahnung, dass sie auch zum Spielen hergekommen sein könnten. Beschleicht auch dich das Gefühl, Team Galactics Logo von vor dir zu sehen? Wie überaus mysteriös. Dieser Umstand muss untersucht werden. Welch ein Glück, dass ich zur Stelle bin. Ich bin sicher, an diesem Spielplatz für die Masseninformation zu finden. Game over? Wie ist das nur möglich? Okay, der labert nur wieder dasselbe, wenn man ihn wieder anspricht. Ja, Lebel, ich weiß. Du bist schon cool. Hallo, lass mich dir eine Einführung in die Spielhalle geben. Es gibt einen sehr guten Grund dafür, hier möglichst viele Münzen zu sammeln. Nebenan kannst du dann nämlich deine Münzen gegen technische Maschinen eintauschen. Münzen. Kürzlich wurden meine Pokémon andauernd von denen meiner Freunde im Kämpfen besiegt. Ich bin also hergekommen, um mal ein wenig Dampf abzulassen. Okay. Bist du ein Trainer? Hast du die Arenaleiterin besiegt? Sie ist nämlich meine Tochter und ganz schön stark. Echt jetzt? So. Ja, wir haben schon einige Münzen jetzt gefunden, aber noch lange nicht genug, um uns irgendwas Geiles zu holen. Komm in der Spielhalle. Brauchst du Münzen? Ach, ich kann mir die... Wow. 500 Münzen kosten 10.000. Boah, krass. Nee, danke. Okay. Geben wir erstmal. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles entdeckt soweit. Deswegen könnten wir... Ja, komm, gehen wir mal zu Team Galactic, oder? Das haben wir auch gesehen, haben wir auch gesehen. Da oben waren wir auch. Mit der haben wir auch gesprochen. Ja. So. Hey, du. Ja, du. Du befindest dich auf dem Gelände des Team Galactic. Das ist jetzt kein Kinderspielplatz. Ach, ich darf da gar nicht rein, oder was? Da gehe ich halt auf die andere Seite. So, mal schauen, ob ich hier reinkomme.
Ja, zumindest. Die greifen mich gar nicht an, okay? Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Team Galactic forscht hier jeden Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen. Wir, Team Galactic, werden alles nehmen, was wir nur nehmen können. Und wir interessieren uns nicht nur für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie. Hier kommen wir nicht durch. Willkommen. Dies ist das Team Galactic Dies ist das Schleide Team Galactic Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Okay, hier kann ich wohl noch nichts anfangen, aber was befindet sich hier noch? Okay, da komme ich nicht hin. Das Credo des Team Galactic. Alles gehört uns. Und schau über die Welt hinaus. Der ganze Weltraum wird Team Galactic gehören. Achso, da komme ich auch nicht weiter. Ah. Verdammt. Okay. Gut, dann denke ich mal... Jo, gehen wir in die Arena, ne? Das Einzige, was wir jetzt noch tun können... Wenn wir gegen Team Galactic noch nichts unternehmen können... Dann gehen wir in die Arena. Die vierte Arena dürfte das sein. Hey, hallo. Wie sieht's aus auf dem Weg zum Champ? Die Arena-Leiterin verwendet Pokémon von Typ Kampf. Ah, verdammt. Damit erledigt sie jedes Pokémon von Typ Normal. Ja, und wir haben zwei Pokémon von Typ Normal. Aber... Und jetzt hör gut zu. Mal unter uns gesagt. Arena-Leiterin Hilda sagte, dass Pokémon von Typ Flug und Psycho ihr richtig gefährlich werden können. Haben wir aber nicht. Wenn du wirklich gegen sie antreten möchtest, dann hau mal ordentlich gegen die Sandsäcke in der Arena. Ah, scheiße, Leute. Das ist richtig dumm. Ah. Dann gebe ich Togetic derweil mal wieder einen EP-Teiler. Dass er halt auch wieder EP bekommt, weil wir können ihn halt hier wirklich kaum gebrauchen. Hier sind Luxio, Plibrin und Kaumalat, die wo die Arena rocken müssen. Deswegen könnte das jetzt auch wieder schwer werden. Das gibt's echt nicht. Die Typen sind echt so unvorteilhaft, das ist unfassbar. Okay, aber davon lassen wir uns nicht abschrecken natürlich. Wir sind der Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Liebe. Ja, für die Liebe! So, drei Pokémon hat der Gute. Jetzt kommt schon das erste Mashok. Okay. Level 23. Das ist ja noch relativ... relativ okay. Aber ich glaube, das reicht nicht, ja. Aber er setzt nur Silberblick ein. Sehr, sehr gut. Drachenwut. Und das Gute ist, wir sind auch schneller, wie ihr seht. Jetzt dreimal Mashok oder wie? Scheint so, ne? Dafür tun wir uns beim nächsten Arena-Leiter leichter, weil der hat ja Pokémon von Typ Wasser, wie wir wissen. Und da haben wir ja Lord Ninja. Und ja. Der wird das rocken. Gesichte. Ja, solange die nur solche Attacken einsetzen, kann mir das auf jeden Fall recht sein. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was die Arena-Leiterin für Pokémon hat. Ich glaube nicht, dass sie schon Machomai hat, ehrlich gesagt. Was gibt's denn für Kampf-Pokémon aus der vierten Generation? Und noch ein Mashok, okay. Ja, ich wollte eigentlich, ich habe es ja im letzten Part auch gesagt, ich wollte eigentlich heute Team Galactic eins auswischen, aber leider können wir da noch nichts machen, wie es aussieht. Deswegen muss ich zuerst in die Arena gehen. Silberblick. So, nochmal Erdbeben. Und das war's dann. Da. Ein Volltreffer sogar.
Und Level 27 für Togetic. Ah, zermalmt. So. Achso, hier geht's weiter. Mach ich erstmal dich platt hier, wenn du schon so dastehst. Wir sind der Karate-Vierer. Ich versette dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Ja, für die Hoffnung! Die Arenaleiterin hat einen Toxic-Quack. Ja, ja. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Es würde nämlich passen. Toxic-Quack. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Das überlebst du nicht, lieb Onkel. So, noch ein Marschock. Da darf jetzt mal Lord Ninja ran. Er ist eh gleich auf Level 29 schon. Sehr, sehr nice. Wenn er den gekillt hat. Oh, Level 26. Das hat man nicht unterschätzen. Wir sind aber Gott sei Dank schneller. Yes! Super Paralyse. Sehr, sehr gut. Okay, Gesichter. Das ist nicht so wild. Weil ich glaube nochmal, Funkensprung wird nicht ausreichen, um ihn zu killen. Ganz knapp nicht, leider. Oder doch? Es hat doch gereicht. Okay. 406 EP. Nice, Level 29. Wir waren nicht gut genug. Viel hat allerdings nicht gefehlt. So. Moment. Den einmal hier lang. Wenn wir diese Reifen hier zerstören. Und jetzt kümmere ich mich um dich, mein Freund. Wir sind der Karate-Vierer. Ich verzette dir einen Schlag im Namen des Muts. Ja, für den Mut. Oh Mann. Macholo. Okay, die Vorentwicklung. Geh mal auf Drachenwut, weil ich habe nicht mehr so viel IP bei Erdbeben. Und ich glaube, wir müssen nicht mehr zurück ins Pokémon Center rennen. Wieso setzen die alle nur Gesichter und Silberblick ein zum Teufel? Ich verstehe das nicht. Haben die auch noch was anders drauf oder? Wie lame ist das denn, ey? Zuerst muss ich gestehen, hatte ich ein bisschen Schiss vor der Arena. Wie ich gelesen habe, die Arenaleiterin hat Kampf-Pokémon. Aber jetzt? Ich meine, die haben ja überhaupt nichts drauf. Mediti. Wen lassen wir? Ja, komm. Lord Ninja, komm. Oder Meditales. Könnte auch sein, dass die Arenaleiterin hat. Hm, wir werden es sehen. Funkensprung. Das reicht aus. Sehr schön. Und ein Marschock. Da bleibe ich gleich bei ihm. Das wäre dann der dritte von vier Trainern, die wir besiegt hätten. Fehlt nur noch einer. Und wieder Gesichter. Ich verstehe das nicht. Was ist denn das, ey? Alles klar. Ja, vielleicht ist die Arena-Leiterin dafür umso härter. Wer weiß. Okay. Ich konnte den Sieg nicht erzwingen. So, jetzt komme ich aber hier nicht durch, sehe ich gerade. Ich wollte nicht. So, den wieder nach hinten. Eigentlich kann man den Trainer, glaube ich, sogar überspringen. Ich weiß zwar nicht, warum ich die Reifen hier wegmachen soll, aber ich mach's einfach mal. Und da ist sie schon. Achso, das geht gar nicht weiter, oder wie? Doch.
den muss man machen, sonst kommt man nämlich hier nicht durch. Okay, so lang. Passt das jetzt so? Ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ne? Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Verdammt! Wieder zurück. Hier nach oben. Dann nach links und dann nach unten, damit die Reifen zerstört werden. So, hier nach oben. Jetzt nach links. Also ich komme... Ich denke mal, das geht. Dabei muss ich hier lang. So, und jetzt nach unten. Dann passt es. Da oben ist der letzte Trainer. So, dann kann ich nämlich jetzt hier durch. Okay. Dann kümmere ich mich zuerst mal um den Trainer hier. Wir sind der Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Tränen. Ja, im Namen der Tränen. Ein Pokémon hat er. Scaraborn. Interessant. Erdbeben. Ach, stimmt. Oh, ich Idiot, das sieht ja nicht viel ab. Verdammt. Scaraborn ist aber eigentlich schon ein Problem. Und er ist auf Level 28. Ziemlich krass, ey. Ich hoffe, jetzt setzt es keine übel starke Attacke ein. Ich verstehe es nicht. Nur Silberblick die ganze Zeit. Ich verstehe das nicht. Oder Gesichte. Was ist das für eine Arena, ey? Total einfach. Die greifen mir. Die haben nicht einmal angegriffen. Naja, mir soll es recht sein, ne? Ist ja schön und gut, dass sie meine Verteidigung senken wollen, aber wenn sie da nicht angreifen können. Schlitzer willst du erlernen? Lass mal gucken. Schlitzer, was hat Bodycheck denn für 90 und 85, 70 und 100? Hohe Volltrefferquote. Brauchen wir Sandgrab? Das ist doch kompletter Bullshit, ne? Ja, komm. Tu Sandgrab weg, brauche ich nicht. Ich mag die Attacke überhaupt nicht. Und auch für Togetic reicht es für Level 28. Und er will Wunschtraum erlernen. Okay. Wunschtraum. Ein Wunsch, der KP auffüllt. Maximal die Hälfte der KP werden in der nächsten Runde regeneriert. Ja. Ich weiß nicht. Ich will ihm ja eh Ruheort beibringen. Deswegen, wir können es ihm beibringen, aber er wird es eh nicht behalten. Soll ich Gainer wegtun? Das ist vielleicht nicht schlecht gegen legendäre Pokémon, deswegen lasse ich das mal. Bitterkuss will ich auch gerne behalten. Komm, ich tue es weg, ich brauche es nicht. Ich will ihm eh Ruheort beibringen. Deswegen brauchen wir das nicht. Aber ist nicht schlecht. Gute Alternative auf jeden Fall. Ich bin so hungrig. Ich habe keine Stärke mehr in mir. So. Dann müssen wir jetzt dreimal hier diese Reifen hier zerstören. Einmal. Nummer 2. Und wie komme ich an den dritten? Ah, hier einfach. Okay. Gut. Und dann sind wir schon bei der Arena-Leiterin. Sehr, sehr gut. Gut, Leute. Aber die Arena-Leiterin werden wir natürlich im nächsten Part machen, da der Part schon recht lang ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.